Wenn sich brav gescheitelte Politolme von der CSU, ja selbst struppige Tofu-Tanten der Grünen in Aaljürgen und Wurstarim verwandeln, dann wissen wir, es ist politische Aschermittwoch. Aus Feigheit oder Scham verzichtet man anders als in der alltäglichen Auseinandersetzung auf den angebrüllten Gegner. Ist man unter sich, lässt sich auch viel leichter das Maul aufreißen. Wie eine Horde fetter Schweine wälzen sich alle in derselben Scheiße, bis ein jeder den Stallgeruch angenommen hat. Wir gehören zusammen und stehen füreinander ein. Das ist die Lügenbotschaft des Aschermittwochs. Und sobald der Alkoholnebel verflogen und die Schweinshaxe langsam in den Furzkasten hinabgesunken ist, weiß dann jeder, Freunde findet man unter Modellbahnern und sogar noch eher im Fratzenbuch, aber doch nicht in einer Partei. Umso wichtiger ist es zumindest einmal im Jahr, den Popanz der gemeinsamen Sache aufzuplustern. In der Halle steht bereits ein Hecht aus schalem Bier und analem Brodem, wenn der Pavianhäuptling die Bühne erklimmt. Bei jedem verbalen Tiefschlag von oben explodieren die genetischen Fehlzündungen unten im Saal. Ja, so ist es. Mir sind mir und die anderen, die sind die, die wir nicht wollen, das sind die halt, ja. Erneuter frenetischer Jubel in der Leichthirngruppe. Ja, es muss wohl so sein, dass ähnlich wie im Karneval ganz allgemein der Brutkasten überm Hals einmal pro Jahr komplett von Milben befreit werden sollte. Im Helau-Gulag allgemein ist es der Rückfall in eine Vorstufe der Wirbeltiere. Im politischen Aschermittwoch ist es der Kehraus des Verstandes, um Platz zu schaffen für bräsig bierseligen Einverständnisschleim. Mittlerweile hat sich dieser politische Aschermittwoch in Deutschland auf das ganze Jahr ausgedehnt. Insassen aller Parteien pöbeln herum und fordern ständig irgendeinen Schwachsinn, der schon im nächstfolgenden Gedankengang zum Scheitern verurteilt ist. Grenzen dicht, Leute erschießen, Fluchtursachen bekämpfen, es darf keine Obergrenze geben, alle müssen integriert werden, bla bla bla. Wie, durch wen und in welchem Zeitraum das alles geschehen soll, darüber schweigt der fordernde Schlauberger sicherheitshalber, denn dann müsste man ja konkret werden. Alle Grenzen dicht! Sicher, was nimmt man denn am besten? Beton oder Stacheldraht? Mit Todesstreifen und Selbstschutzanlagen? Gibt es noch Unterlagen von der Volkspolizei inklusive Bauvoranfrage? Müsste man mal dringend nachsehen, wenn die Grenze noch zu Lebzeiten der Pegida abgedichtet werden soll. Ja, und das mit dem Erschießen, das ist schon leichter. Es reicht im Grunde rot-weißes Absperrband oder Freistoßspray. Nur einen Strich ziehen und wer rübertritt, piff, paff, aus die Maus. Wo bleibt man dann aber mit den Erschossenen? Die kann man zumindest nicht mehr so einfach zurückschicken. Das riecht nach ewigem Bleiberecht. Was also dann? Hat Merkel recht, man müsse vordringlich die Fluchtursache bekämpfen. Ja, wenn das der Krieg ist, dann muss man den wohl beenden. Oder wie? Atombombe draufschmeißen auf den ganzen Kack da unten? Oder gibt es niederschwellige Interventionsmöglichkeiten mit zeitnahem Ergebnis? Gibt's nicht? Aha. Jedenfalls nicht mit Tante Uschis Blechbüchsenarmee. Und was soll dann das dämliche Gelaber, ja? Ja, und eine Obergrenze brauchen wir von diesen illegal Einreisenden. Darf es auf keinen Fall geben. Aha, auch nicht bei einer Milliarde oder wo ist Schluss? Vielleicht sollte man in Sachen Obergrenze oder Monatskontingente einfach mal die Klappe halten, weil es weder dafür noch dagegen irgendein politisches Handeln daraus führt. Aber in einer Sache, da gehen alle Forderungsfurzer d'accord. Jeder muss integriert werden. Jalla, jalla, zack, zack, jawohl. Denn alle Menschen auf der Welt möchten am liebsten so leben wie diese mies gelaunten Zöliakie-Simulanten in den genäßigten Breiten bei uns. Wer kann es ihnen verdenken? Doch wollen sie deshalb auch gleich integriert werden in diese verbiesterte Leitkultur? Oder reicht auch Aldi plus Hartz IV? Hat sich eigentlich jemand mal gefragt? Viel wahrscheinlicher ist es doch, dass sie ihre eigene Kultur nach einem besseren, sicheren Ort weiterleben wollen. Sollte Deutschland von der abgeschmolzenen Polkappe erschlagen werden und mich zur Flucht ins sonnenverwöhnte Katar oder Saudi-Arabien zwingen. Ich dächte nicht im Traum daran, die dort vorherrschende Leitkultur freiwillig anzunehmen. Nun wendet der Kritiker aber ein, ja, das liegt daran, weil die Scheiße ist. Unsere dagegen ist gut. Ja, sicher, das weiß auch der muslimanische Flüchtling, dass er hier nicht nur im Geltungsbereich der Vollversorgung eingetroffen ist, sondern auch noch das unverschämte Glück hat, an unserer Premium-Kultur teilzunehmen. Ja, die ist auch einfach super, die deutsche Leitkultur. Das Gesicht wird offen getragen, damit der Deutsche zu jeder Zeit erkennungsdienstlich behandelt werden kann. Es gilt das Leistungsprinzip. Wer sich nichts leisten kann, muss eben mehr arbeiten, basta. Und der Deutsche spricht gefälligst Deutsch. Die deutsche Sprache ist Benchmark und Solution für die Final Challenge einer Integration Over and Out.
Und Deutschland ist Exportweltmeister. Dreimal Fußballweltmeister und steht auch sonst überall an der Spitze. In den beiden Weltkriegen haben wir allerdings nur den undankbaren zweiten Platz erreicht. Schöner Mist. Und die NATO ist unsere Schutzmacht und betreut annähernd dasselbe Gebiet wie zuvor die deutsche Wehrmacht. Und die deutsche Woche, die geht so. Montags blau machen, dienstags malochen, mittwochs Brückentag, donnerstag tanken, freitags erstes Spiel der Bundesliga, sonnabends Rasenmähen und Geschlechtsverkehr, sonntags Tatort aus. Da möchte jeder dabei sein. Und bei uns einwandern. Ist doch logisch. Aber ihr seid ja schon hier. Euch, ja, die alle bestimmt werden von den Politikern. Ihr seid Sozialschmarotzer, Besserverdiener, Staatslurche und Gesocks. Volk von Jammerlappen und Elektrosmog-Hypochondern. Ihr kotzt sie doch schon alle an. Wenn ich Martin Schulz wäre, dann wäre ich noch früher zurückgetreten. Und ich sage euch warum. Ihr seid zu fett, zu doof und guckt zu viel Scheiße im Fernsehen, ja? Ihr dürft eure Kinder umsonst zur Schule schicken und sorgt nicht mal dafür, dass sie es tun. Jeder halbwegs begabte Volltrottel darf studieren, was er will. Sogar Gender Mainstreaming und Medienkompetenz. Auf jeden zweiten Insassen dieser Republik kommt ein PKW. Jeder, wirklich jeder Blödmann hat mindestens so viel Einkommen, um sich totzusaufen und zu rauchen. Familien unter der Armutsgrenze knipsen sich gegenseitig mit ihren Handys am Mediamarkt, ja? Alle hinterziehen Steuern, arbeiten schwarz und bescheißen den Staat, wo es nur geht. Die oberen Einkommen sowieso. Aber auch die kleine Hartz-IV-Krampe ist da kein Kind von Traurigkeit. Liebe Bürger dieser Republik, ihr seid alle verdammte Egoisten, weltfremde Spinner und besteht nur noch aus Schlund und Rosette. Ob was zwischen den Ohren läuft, interessiert euch einen Scheiß? Das ist eure Welt. Zwischendurch Fußball gucken und grölen. Alle paar Wochen über die Mama ruckeln und sich von der Krankenkasse die Zivilisationsschäden berappen lassen. Ihr seid die abgebrochene Krone der Schöpfung. Jeder denkt nur an sich und hasst den anderen. Kein Wunder, dass ihr von einer Bande zweitklassiger Buffetgrinser regiert werdet. Ja, und wer die Linke wählt, hält Geld für einen selbstnachwachsenden Rohstoff. Ja, die FDP hat gar keine Wähler, sondern nur Mitläufer. Und warum die Grünen überhaupt Mitglieder haben, das soll die Archäologie in 1000 Jahren rausfinden. So viel sollte allmählich auch der letzten Merkel-Pussy klar geworden sein. Wer die CDU wählt, der soll auch durch sie umkommen. Und wer der SPD noch glaubt, glaubt auch, dass der Osterhase die Kinder bringt. Die reden eine Woche lang über die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. Ja, geht's noch? In der Woche hat Erdogan halb Syrien umgenannt. Und Putin frisst den Balkan zum Frühstück und die Schnarchnasen pellen sich in Berlin eine Mandarine. Ja, was soll's? Ihr seid nicht mehr zu retten. Ihr habt diese Typen doch sowas von verdient, Scheiße. Die sind doch viel zu gut für euch. Wartet mal ab, wen die SPD als nächstes in die Pipeline schiebt nach Schulz und Nahles, ja? Was kommt da noch kommen? Vielleicht lebt das gar nicht mehr. Das Kanzlerkandidat. Autonomes Regieren. Die SPD wird von meinem Rechner als Vorsitzender geleitet. Das muss nicht schlechter sein als Schulz. Ja, und was passiert bei der CDU nach Merkel? Ja, nichts passiert, da die Gottesanbeterin aus der Uckermark alle Männchen aufgefressen hat. Und die Frauen sind in irgendwelchen beschissenen Ministerien entgelagert. Ihr Flintenuschi von der Leyen, die mit der Wumme die um die Ecke schießt und in diesem Boden-Boden-Flugzeug, ja. Die amtierende Wanderdüne zieht diese Loser-GroKo jetzt eiskalt durch, kann ich euch sagen. Und das kann ich euch versprechen, wenn ihr, der Titan der Titanen, ja, irgendwie blöd kommt in den nächsten 3,5 Jahren. Wenn ihr in der Bild sagt, Merkel muss weg und diese ganzen Majestätsbeleidigungen, dann bringt dies fertig und kandidiert 2021 nochmal. Und dann ist Murmeltier-GroKo, Freunde. Wieder mit Opa Seehofer. Diesmal als Minister für die deutsche Heimat im Osten und Peter Altmaier ist der Prinzregent von Queen Mom. So sieht's nämlich aus, ihr Doofköppe. Und ich freue mich drauf. Ihr habt's nämlich verdient. Weil in Wiesen an sich gar nicht mal so schlechten Land alle nur am Rumköhlern sind, hat kein anständiger Politiker mal Bock, der Kanzler von euch bescheuerten Opfern zu sein. Da trete ich doch lieber alle zurück. Für einen Ehrensold bis zum Arschzugniff. Chauffeur, Büro, Sekretärin zum Vögeln mitten am Nachmittag. Und das zahlst du alles, du Blödmann. Wenn du denn überhaupt irgendetwas einzahlt in diesen Staat, Amen, Halleluja und Hirn raus zum Gebet, geht doch alle verrückt, dann ist mir doch scheißegal hier. Moin. Jupp Heidi,
Jupp Haidar, die neue GroKo ist da. Alles halb so schlimm, sie regiert hier nur noch all 3,5 Jahre. 6 Monate haben wir untertan gewonnen, weil sie gegenseitig regiert haben. Aber die Koalitionsvereinbarung, Hut ab, die können sich echt sehen lassen. Ich habe es jetzt mal überprüft. SPD und CDU einigen sich auf eine Obergrenze von 1,56 Meter pro Flüchtling. Zugleich unterstützt die CSU die SPD beim Familiennachzug. Weibliche Familienangehörige werden so lange bevorzugt, bis das Verhältnis in den Heimen ausgeglichen ist. Das kann ja Jahre dauern. Aber der Familiennachzug von eingewanderten Wölfen aus Polen, der wird allerdings auf 1.000 pro Monat begrenzt. Kommen mehr, werden die integriert, und zwar ins deutsche Yachtrecht, auch letale Entnahme genannt. Der GroKo-Plan zur Integration von Nichtwölfen sieht etwas anders aus. Damit Flüchtlinge nicht den ganzen Tag von Container abhängen und ihre Smartphones reinglotzen, sollen sie gemeinnützige Arbeit verrichten, dafür aber kein Geld kriegen. Das nennt sich Null-Euro-Job. Muss ich ja vorstellen, arabische Jungmänner werden dazu verdonnert, für kein Geld im Stadtpark rumzufegen. Quasi Frauenarbeit in ihrer Welt. Könnte ich mir also vorstellen, dass sie nicht mit vollem Elan bei der Sache sind. Das wiederum sieht der Bio-Cottbusser, also wie ein fege Migrant lustlos den Besen schwingt. Und alle Vorurteile rasten bei ihm ein in Kleinhirn schneller, als er mir das Volk sagen kann. Das ist eine ganz tolle Idee. Eine gute Nachricht gibt's: Die EU will die Sommerzeit abschaffen. Und die GroKo hat schon einen Kompromiss gefunden. Am 25. März werden die Uhren eine halbe Stunde vorgestellt. Also mit 19% Mehrwertsteuer sind das dann 35,7 Minuten. Nee, Steize, Sommerzeit sind ja 7% Mehrwertsteuer, also 32 Minuten 6 Sekunden. Noch eine gute Nachricht, das Klimaziel 2020 wird nicht abgeschafft, sondern sogar bis 2050 verlängert. Das ist eine gute Nachricht. Um Fahrverbote in den Städten zu verhindern, werden Erdgeschosswohnungen nur noch von Abgasaffen vermietet. Weißt du, ein Affe oder Mensch atmet pro Stunde den Stickoxidausstoß von 10 Dieselfahrzeugen weg. Und die CSU hat bei den Sondierungen eins ihrer Lieblingsthemen durchgesetzt, dass nämlich auch kinderlose Frauen Mütterrente beziehen können, sofern sie zu Hause einen Mann bemuttern. Bis zur letzten Minute gefeilscht wurde um die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. Endlich nach 12 Stunden Verhandlung hat jemand gefragt, was das überhaupt ist, da wurde das Thema nicht weiter verfolgt. Bei diesen allgemeinen Blabla-Themen, da waren sich alle einig. Sagen wir mal, mehr Geld für Bildung, da ist jeder für. Das klingt wie mehr Filzstifte in den Gorilla-Käfig, vielleicht machen die dann alle Abitur, weiß man nicht. Ne? Logischerweise soll auch das Internet bis in jeden Kral der Uckermark hinverlegt werden. Egal, ob die das wollen oder überhaupt wissen, was das ist, Internet. Internet ist immer gut, weil dann kann man die Leute besser zusammenscheißen. Wieso bist du arbeitslos? Wieso kannst du deine Malochen da davon nicht leben? Du hast doch Internet, du doofes Schwein. Ja, jetzt beschwer dich nicht. So einfach ist das. Bezahlbare Wohnungen sind ein echtes Anliegen der GroKo. In Berlin fehlen 50.000 pro Jahr. Das ist eine komplette Kleinstadt. Die kann man besser in MacPom aufbauen. Schließlich gibt es ja kein Menschenrecht auf Wohnung in Kreuzberg. Und in Schwedt kann man für den gleichen Preis 5-mal so viele Leute übereinander stapeln wie in Berlin. Noch günstiger ist es in Polen. Da entstehen 500.000 deutsche Sozialwohnungen im Schlichtdesign. Wer diese Wohnung allerdings als polnische Siedlung bezeichnet, wird damit 3 Jahren Haft bestraft. Aber auch den Einwohnern in den Städten soll geholfen werden. Verschärfung der Mietpreisbremse. Ganz neuer Vorschlag, der Mieter selbst bestimmt die Jahresmiete. Und der Vermieter sagt dann, wie lange er dafür wohnen darf. Es gibt auch gute Kompromisse. Gegen den Pflegenotstand ist die Ablebeprämie als Vorschlag der CSU vom Tisch. Die SPD hat sich durchgesetzt, die neue Bundesagentur für Pflege und Notstand erhält im ersten Schritt 15.000 Beamtenstellen in der Besoldungsgruppe B2 plus Aufwandsentschädigung und Klärerbehilfe, Umzugskostenübernahme, EC-Jahreskredit, pipapo. Kommen wir zu den außenpolitischen Themen. Waffenexporte in Länder, die Krieg führen. Die CSU hat zu Recht angeführt, wohin sonst? Kühlschränke werden auch nicht an die Inuit verbimmelt, oder? Die SPD fand das jetzt aber nicht so pralle, dass dann dauernd irgendwelche Kurden oder Jemeniten mit deutschen Wummen erschossen werden. Kompromiss, die Abnehmerländer, sagen wir mal Saudi-Arabien und Türkei, müssen jeden Jemeniten oder Kurden immer ein zweites Mal mit einer nicht-deutschen Waffe abknallen. Da weiß man nicht, welches letztendlich war. Die Türkei war in den ganzen Verhandlungen ein schwieriges Thema. Soll man Erdogan mit Milliarden zuscheißen oder I.M. Böhmermann nochmal von der Kette lassen? Auch da gab es einen Kompromiss.
Cem Özdemir wird an Ankara ausgeliefert und mit der Lieferung von 100 Leopard 2 Panzern zurückgekauft. Kann jeder sein Gesicht wahren und Cem Özdemir hat wieder eine neue Rolle gefunden, seitdem er nicht mehr Grünen-Chef ist. Nächstes kontroverses Thema: Putin. Wie überzeugt man ihn, die Krim wieder rauszurücken? Tausch gegen Sachsen oder reicht auch Saarland? Ja. Bundespräsident Steinmeier war beim Putin schon zum Antrittsbesuch, Befehlsempfang, hat gesagt, Russland und Deutschland müssen näher zusammenrücken. Ja, wie jetzt Polen schon wieder aufteilen wie 1939? Ja, muss man, das ging aber schnell. Außenpolitisch natürlich Europa Problem Nummer eins. Man hat überlegt, ob man Beitrittsverhandlungen auch nach erfolgtem Beitritt noch abbrechen kann. Ich sag mal Griechenland. Oder andere Möglichkeit, 27 Länder treten über Nacht heimlich aus der EU aus und Griechenland bleibt das alleine drin. Badschi, ja. Großbritannien bricht übrigens Ende 2018 die Brexit-Verhandlungen von selber ab. Die haben bemerkt, dass da gar nichts mehr zu Brexiten ist, denn der ganze Inselschrott gehört schon längst nicht mehr ihnen, sondern den Scheiß und den Chinesen, ja. Bis auf den Buckingham Palace, den hat die Bunte gekauft. Neue Beitrittskandidaten zur EU gibt es auch schon wieder. Die Transnistrische Freie Moldawische Republik, Bergkarabach, die Kleingartenkolonie der Reichsbürger in Müllgruba, Atlantis, Herzegowina und Russland. Da freue ich mich auf die Einlagensicherung. Und schon wären wir bei den Personalien der GroKo. Aus den Blütenträumen der meisten GroKo-Insassen ist nichts geworden. Der größte Verlierer der CDU ist Thomas de Maizière. Der kann jetzt mit seinem Cousin Lothar, auch bekannt unter dem Namen I.M. Czerny, in der Kleingartenkolonie Pablo Neruda Bauernskat spielen. Glatzenmatze Schulz, der Wendehals aus Würstchenstadt, hat endlich einen SPD-Rekord gebrochen. Er ist innerhalb eines Jahres noch unbeliebter geworden als Rudi Scharping. Das muss er erst mal bringen. Der schlechteste SPD-Kanzlerkandidat aller Zeiten tritt als SPD-Vorsitzender zurück und wollte neuer Außenminister sein. Da dachten sich die Mitglieder aber, wie? Für die SPD zu doof, aber für Deutschland reicht's gerade, wa? Super Siggi nutzte die Gunst der Stunde und rasierte Hans Würsele die Haare aus dem Gesicht. Trotzdem heißt der zweitgrößte Verlierer Sigmar Gabriel. Und anstelle von Andrea Nahles würde ich nicht mehr nach Einbruch der Dunkelheit ohne Personenschützer das Haus verlassen, denn der Rachefeldzug vom Super Siggi wird fürchterlich sein. Und wenn man Angela Merkel mit einem Pitbull-Terrier kreuzt, dann kommt der Andrea Nahles raus. So, jetzt. Sie hat jetzt die ganze SPD unter sich, ja. Ihr Schoßhund heißt Schulz und sie selbst ist auf direktem Weg ins fiktive Kanzleramt. Jetzt verstehe ich, dass Gerhard Schröder einen Zweitwohnsitz in Südkorea genommen hat. Ja, da ist er nur Kim Jong-un. Außer bei Sigmar Gabriel lautet das Motto der neuen GroKo: Verlieren ist das neue Gewinnen. Die Superverliererpartei der Bundestagswahl hat 6 Ministerien abgesaugt und nur weil Mutti unbedingt Mutti bleiben will, sie hätte der SPD auch alle Ministerposten dafür gegeben, das war also schlecht verhandelt. Peter Altmaier verlässt das Kanzleramt und wollte eigentlich Finanzminister werden. Auch daraus wird nichts. Er wird auch nicht das, wonach er schon seit seiner Geburt aussieht, Landwirtschaftsminister, sondern nur Wirtschaft. Das Finanzministerium geht an Olaf Scholz aus Hamburg. Der verteilt die Milliarden an seine SPD-Kumpels. Das ist so, als wenn man den Hund auf einmal das Futter für eine ganze Woche hinstellt. Das klappt sicherlich, ja. Die bisherige Verteidigungsministerin Flintenuschi von der Leyen sollte an sich 2018 ins Kanzleramt wechseln. Als Zofe von Angela Merkel. Da wird auch nichts raus. Sie hat weiter die Blechbüchsen am Meer an der Hacken mit dem Boden-Boden-Flugzeug Airbus A400 und die Plastikwumme, die um die Ecke ballert. Wen ich übrigens gar nicht kannte aus dieser neuen Kabinettskoalition ist Annette Wiedmann-Mautz. Gesundheit. Interessant dabei ist, die hieß vorher ganz normal Annette Wiedmann. Hat sie freiwillig die Mautz mit dem Bindestrich dran geheiratet. Ja? Das riecht schon nach Schäfer-Gümbelismus im fortgeschrittenen Stadium. Nicht dabei ist Jens Spahn, der Kevin von der CDU, der hatte sich mit Mutti gründlich verscherzt. Auch Muttis Busenfreundin Gümbel Karrenbau oder Kramp Mautz bleibt im Saarland, darf nicht nach Berlin. Horst Seehofer hatte an sich den Plan, dass Theodor zu Guttenberg Wissenschaftsminister wird. Ich sag mal, die härteste Wiedereingliederungsmaßnahme seit der Auferstehung Jesu. Aber dann kam er raus, dass er seine Geburtsurkunde gefälscht hat. Sein richtiger Name lautet Klaus Bärbel zu Guttenberg. Dafür wird Hotte Innenminister, also nicht von Bayern, sondern von ganz Deutschland, das er nur aus dem Erdkundeunterricht überhaupt kennt, aber Heimat ist ja das andere Wort für Bayern. Schade übrigens, dass aus Jamaika nichts geworden ist, denn da stand an der Spitze der Bundeswehr der langhaarige Sanitätsgefreite Anton Hofreiter.
Als das durchsickerte, wollte die 1. Panzerdivision aus Oldenburg schon im November nach Holland desertieren. Diese ganzen Klappstühle, ja, die jetzt die GroKo 3 bilden, sind alle Versorgungsfälle. Keiner ist bisher durch eine neue Idee aufgefallen. Hätte man die nicht alle zu Bundestagsvizepräsidenten ernennen können? Dienstwagen, doppelte Kohle, Rente bis nach Meppen und ruf uns nie wieder an. Munter bleiben. Bis nächstes Mal.